Alter, was geht ab, Leute? Hier auf dem Weg Parallelen machen. Denn bis zum Halloween-Event gibt es eigentlich nichts zu tun. Wir haben unser 100er Nocturne. Spoiler, checkt das Video von gestern ab. Übrigens, eigentlich ein guter Pokestop. Eine alte, verlassene Telefonzelle, aber nicht nur einfach eine Telefonzelle, so Telekom oder so, sondern echt so London-Style-mäßig. Und man kann Stops wieder einreichen, also guter Kandidat. Da vorne übrigens auch nochmal ein guter Kandidat. So ein Springbrunnen. Ihr wisst ja, neues System. Wurde angekündigt, dieses Jahr sollen noch Pokémon Go-Spieler das bewerten können. Und dann geht es hoffentlich mal ein bisschen voran und neue Stops werden durchkommen. Natürlich nur gute Stops. Eine neue Arena auf Gold jetzt. Da hat echt nicht mehr viel gefehlt. Liegt halt außerhalb ein bisschen. Ich hatte das Gebiet hier schon auf Gold und die Arena ist später erst hinzugekommen. Deswegen hatte ich nie Bock, nur wegen einer Arena immer hierher zu kommen. Ich saß einmal relativ lang drin, 2 oder 3 Tage. Viele lachen, das ist nicht lange, aber für mich ist das relativ lange. Hab in der Zeit beinahe 1200 Bären reingefüttert und dann hat er halt echt nur noch so ein Stück gefehlt. Aber nie Bock gehabt, hierher zu gehen. Und jetzt habe ich es endlich mal gemacht, jetzt wo wir Zeit hatten. Fehlen nur noch 192 Arenen, bis ich mein Ziel, mein Gebiet, alle Arenen, die ich auf Gold haben will, auf Gold habe. Ich nehme mal einen Clickrate mit, weil was sonst. Arena-Punkte, 100er Klick. Ihr wisst Bescheid. Gerade beim Arenen machen, einen alten Herrn getroffen, kennengelernt. Wir haben beide die Arenen angegriffen, dann haben wir uns so gesehen, die Blicke haben sich getroffen. Ich frag ihn halt so, welche Farbe, er so gelb natürlich, ist so perfekt, können wir uns gemeinsam in die Arena setzen. Netter Moment und solche Momente vermisse ich. Passiert schon noch ab und zu, aber beim alten Arena-System eigentlich ständig. Ständig hast du irgendjemanden an der Arena getroffen, weil damals hast du halt mehr Zeit mit der Arena verbracht. Du musst die nicht nur auseinandernehmen, was länger gedauert hat, du musst sie auch noch hochpushen danach, was auch seine Zeit gedauert hat. Da hat man dann immer irgendwelche Leute getroffen. So habe ich eigentlich früher die meisten Leute kennengelernt. Ja, und das passiert heutzutage kaum noch. Arenen müssen nicht gepusht werden, man setzt sich schnell rein. 6 Plätze sind fast immer frei, also 5, wenn man einmal sich reinsetzt und dann geht man einfach weiter. Also meistens macht man das sogar im Vorbeigehen. Das ist einer der Gründe, warum ich das alte Arena-System vermisse. Aber jetzt machen wir erstmal einen Raichu. 100er Shiny Arena-Punkte. Ihr wisst Bescheid. Okay, schon ist er fertig. Fragt sich, mit was ich kämpfe. Ich habe jetzt natürlich wieder eine Menge Toter und Verletzter. Vor allem, wenn man nicht viel raidet, dann kommen die Tränke nicht rein. 12.85 ist leider nichts. Es sei denn, das ist ein Shiny. Nope. Ich nehme Kokowai Raid mit, Leute. Alola Kokowai natürlich. Und noch ein Shiny, sogar ein 100er. Da muss ich echt mehr machen. Und die Arena-Punkte, ihr wisst Bescheid. Ansonsten ist halt echt nicht viel los. Man wartet auf Donnerstag und auf das Halloween-Event. Bis dahin macht man halt seinen täglichen Pass. Oder vielleicht hier und da noch ein paar mehr. Arenen, Tagesquests. Hier und da ein paar Quests aufsammeln, die man interessant findet. Zum Beispiel hole ich mir jetzt 3x Fritzeblitz-Quest am Odeonsplatz. Das ist zufällig alles in der Nähe. Kann ich mal vorbeischauen und dann natürlich noch eine kleine Runde drehen bis zum Sendinger Tor, ganze Stops drehen und Geschenke sammeln für die ganzen Freunde. Da geht es eigentlich auch schon wieder heim. Livestream und dann war es das. Ruhiger Tag, aber ohne Event ist es halt so. Aber wenn das Halloween-Event anfängt, dann geht es wieder. 4 neue Krypto, die ich auf 100 brauche. Dark Guy, die Regis, brauche ich in Shiny in 100 oder allgemein in gut. Mindestens 96 aufwärts, damit ich endlich mal pushen kann. Die letzten 2 legendären, die ich bisher noch nicht gepusht habe. Wir hängen! Was ist denn los? Okay, wir sind ready. Wahrscheinlich irgendwelche neue Quests. Shiny Panzero kann man jagen. Die Ligas, Spezialforschung. Doppelbombung, bisschen Grind, kann man auch. 17 irgendwas, ich weiß es gar nicht genau.
Leider nicht 1684. Aber kann ja shiny sein. Ist es aber nicht. Schade. Okay, Leute. Ich habe gerade mal die Quest erfüllt. Also abgeholt und erfüllt. Versuchen wir unser Glück. Ist das unser nächstes Ziel? Also eines unserer nächsten Ziele. Bär und Mankey. Mankey Shiny, Mankey 100 kann ich noch gebrauchen. Und den hier, wie gesagt, in Shiny. War aber bisher leider nicht dabei. Kommt noch. Nicht aufgeben, Leute. Jo, Leute, was geht? Es ist der nächste Tag. Ich bin zurück zu Hause. Es war ein ruhiger Tag gestern. Nicht allzu viel passiert. Zwei Sachen habe ich noch für euch. Erstens wurde jetzt angekündigt, dass die kostümierten Pokémon zum Halloween-Event Glumanda, Bisasam, Shiggy und Pikachu nicht entwickelbar sind. Das ist gut für alle Kostümsammler in Shiny oder 100. Das heißt, sie brauchen nur eins. Sie brauchen nicht alle drei Formen oder in Pikachus Fall zwei. Sprich, kein Bisasam mit Kostüm in Shiny, Bisakonas mit Kostüm in Shiny, Bisaflor in Kostüm in Shiny, sondern einfach nur ein Bisasam. Selbes gilt für die 100er Sammler, die Familien sammeln, also kein 100er Bisasam in Kostüm, kein 100er Bisaknus in Kostüm in 100, kein Bisaflor in Kostüm in 100. Also gute Neuigkeit für euch alle da draußen, die das so sammeln, weil sonst wäre es echt leiden geworden. Andere Sache, die ich noch habe, das habe ich gestern eine Umfrage gestartet auf YouTube Community Tab. Echt eine Menge Leute haben mitgemacht, 1600 Leute, echt eine klasse Anzahl. Ich habe gefragt, Euda, holt ihr euch das Regigigas Ticket? Könnt gerne unten in die Kommentare schreiben, ob ihr es euch holt oder nicht. Ihr wisst, ich hol's mir, wieso auch nicht. 32% haben ja gesagt und 68%, also zwei Drittel, nein. Ich habe ja gestern ein Video dazu gemacht, meine Meinung, ich meine, das Ticket ist okay, es ist nicht schlecht, aber es muss nicht sein. Die Sachen kommen danach, beziehungsweise die Sachen, die man bekommt, sind kein Muss. Alle Free-to-Play-Spieler oder alle Spieler, die sich das nicht leisten wollen, müssen sich das nicht leisten. Es gibt ein paar nette Sachen, aber ob man die hat oder nicht, ist jetzt auch nicht so schlimm. Es gibt 10 Pässe, die sind ganz okay. Aber diese 10 Pässe muss man am selben Tag noch aufbrauchen. Das heißt, Dorspieler und so, die wenig Arenen haben, bei denen wenig Raids zustande kommen, für die lohnt sich das halt überhaupt nicht. Und man muss halt ein Regi-Eis, Regi-Rock und Regi-Steel erfolgreich absolvieren, um die Spezialforschung zu absolvieren. Und wie gesagt, für Dorspieler, wo wenig Raids zustande kommen, ist es halt beinahe unmöglich. Außer die fahren halt in die nächste Stadt oder so. Aber wie gesagt, ich hole mir das Ticket, ich freue mich drauf, ich bin gespannt. Morgen fängt erstmal das Halloween-Event an. Das mit dem Ticket ist ja erst danach, am 1. November, 2. November und so. Wir müssen uns irgendwie die Zeit vertreiben, bis morgen Abend, 22 Uhr, das Event anfängt. 21 Uhr sind wir wieder live, schaut vorbei und chillt mit uns, bis das Event anfängt. Auf jeden Fall, das war's von mir, Leute. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Anomies ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.